Willkommen zurück zu Gothic. Und wie ihr seht, bin ich nicht genau da, wo ich aufgehört habe. Das liegt daran, dass wenn ich jetzt hier gleich reingehe, ein Gespräch beginnt. Und ich habe beim letzten Mal gedacht, ich kann da drin speichern und dann dort die Folge weiterführen. Und das hat irgendwie nicht geklappt und deswegen musste ich alles nachstellen. Und jetzt stehe ich hier. Es ist alles im Prinzip so, wie es davor auch war. Bis auf Kleinigkeiten vielleicht. Ich musste noch ein paar Gardisten umlegen. Vielleicht habe ich ein paar Heiltränke mehr oder weniger geschluckt. Keine Ahnung. Im Großen und Ganzen ist alles beim Alten. Los geht's! Ah, wie ich sehe, trägst du die Erzrüstung. Ich habe sie in einer der Kisten im versunkenen Turm gefunden. Sie gehörte dem Feldherrn, der einst Oriziel in die Schlacht gegen die Orks führte. Ich hoffe, sie bringt mir mehr Glück als ihm. Ich suche magisches... Was? Nee, warte mal. Brauche ich nicht? Was haben wir denn da? Untote vernichten. Nee, warte mal. Da habe ich doch, glaube ich, schon alles durchgeguckt, oder? Ja, das kenne ich alles. Das da brauche ich, genau. Hast du die magische Formel für das Aufladen von Oriziel fertiggestellt? Sie ist vollendet. Aber du wirst sie nicht alleine benutzen können. Warum nicht? Sie muss von einem Magier gesprochen werden, während du das Schwert mit der Kraftquelle in Berührung bringst. Ey, ich bin Magier. Dann werde ich mich nach Unterstützung umschauen müssen. Nimm die Formel an dich und gib der Waffe ihre alte Macht zurück. Du wirst sie brauchen. Also verstehe ich jetzt nicht. Ich bin ja selber Magier des fünften Kreises. Das könnte ich jetzt sagen. Ich probier's mal aus. Als Magier werde ich mich schwer tun, Oriziel wirksam zu führen. Es gibt da einen Weg. Aber zuerst musst du der Klinge ihre alten Kräfte wiedergeben. Kehre dann zurück. Okay. Genau, ich bin ja Magier im fünften Kreis. Allerdings, klar, effektiv benutze ich halt die Magie, um meine Kämpffähigkeiten oder meinen Kampf ein bisschen auszubauen oder zu unterstützen. So richtig Magier bin ich nicht. Hey, Milton! Sei gegrüßt, mein Freund. Dich habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. Hallo, Milton. Es ist viel passiert, seit wir uns das letzte Mal trafen. Ich würde dir gern alles erzählen, doch im Moment ist keine Zeit dafür. Ich bin in Eile. Genau. Nämlich, ich weiß gar nicht... Wir sehen uns. Ob das letztes Mal schon war? Hat er das schon gesagt? Genau. Die Energiequelle, die ich brauche. Magie zu Ehren. Die Energiequelle, die ich brauche, ist nichts anderes. Milton, ich brauche deine Hilfe. Als der Erzhaufen. Um was geht es? Wie kann ich dir helfen? Der Wassermagier. Lass uns irgendwo hingehen, wo es nicht so viele Ohren gibt. Wie du meinst. Folge mir. Ja, ich folge dir. Und die Wassermagier werden, so wie ich das einschätze, nicht allzu begeistert sein. Nun sprich. Worum geht es? Ich brauche die magische Energie des Erzhaufens und ich halte es für unklug, die anderen Wassermagier danach zu fragen. Du scherzt. Die Zeit des Scherzens ist vorbei. Ich meine es todernst. Ich habe Xardas, den Dämonenbeschwörer, getroffen. Ich handle in seinem Auftrag. Xardas? Langsam machst du mir Angst. Niemand hat mit ihm gesprochen, seit er das alte Lager verlassen hat. Ich schon. Wofür benötigst du die Energie des Erzhaufens? Ich will sie auf dieses Schwert hier übertragen. Wow. Was für eine Waffe. Es trägt den Namen Oriziel. Moment. Wir sehen uns. Streng genommen trage ich Inos Zorn. Magie zu Ehren. Und nicht Oriziel. Aber gut, los geht's. Xardas gab mir diese magische Formel, um den Transfer zu vollbringen. Du musst sie aussprechen, während ich Schwert und Erz in Kontakt bringe. Es sieht so aus, als ob ich diese Zauberformel nur herunterlesen müsste. Aber wir werden ernsthaften Ärger mit Saturas und den anderen Magiern bekommen. Das Risiko müssen wir eingehen. Es ist wirklich sehr, sehr wichtig. Wichtig für alle Bewohner der Kolonie. Ich verstehe nicht. Es wird uns alle hier rausbringen. Du musst mir vertrauen. Einverstanden. Nach all dem, was du bereits für uns getan hast, besitzt du mein Vertrauen. Außerdem scheinst du auch das von Xardas zu besitzen. Triff mich unten beim Erzhaufen und zu keinem ein Sterbenswörtchen. Gut. Wir treffen uns beim Erzhaufen. Bis dann.
Er findet es also ein gutes Argument, mir zu helfen, dass Xardas mir vertraut. Das ist sehr interessant. Weil ja eigentlich Xardas ein Schwarzmagier ist, der irgendwie vom alten Lager abgehauen ist, der das alte Lager verlassen hat, dem irgendwie keiner so richtig traut, aber seltsamerweise findet er es ein gutes Argument dafür, mir zu vertrauen, dass Xardas mir vertraut. Ist ja lustig. Kaiser Turas, letztes Mal, schätze ich. Magie zu Ehren. Bevor ich dich anpisse, die hohe Robe, willst du mich verarschen? Mögest du in einem... Die hohe Robe, der will mich doch verarschen, oder? Die habe ich doch schon. Mit dem habe ich auch schon tausendmal gehandelt und festgestellt, dass es nichts Neues gibt. Gut, was habe ich denn da vorhin gemacht? Ihr wisst doch schon, dass ich das Schwert beim Erzhaufen aufladen muss. Das war doch schon... Oder nicht? Ich glaube, davon hatten wir es schon. Davon hat Xardas auf jeden Fall schon geredet. Ja, ich weiß nicht, warum ich dachte, dass es noch nicht vorkam. Keine Ahnung. Manchmal bin ich ein bisschen durcheinander. Ja, jetzt werde ich also die Magie des Erzhaufens auf das Schwert übertragen. Und wie ihr euch sicher denken könnt, sind danach die Wassermagier nicht mehr allzu gut auf mich zu sprechen. Ich weiß nicht genau, was passiert, wenn sie mich treffen. Wenn sie mich sehen. Ich würde es allerdings gerne nicht ausprobieren, sondern mich rechtzeitig zu Xardas rausteleportieren. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass ich hier nicht draufgehe. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Genau. Ansonsten gibt es hier, wie man sieht, Erz. Auf dem Weg zum Erzbrocken. Und interessanterweise, die Wache, die den Erzhaufen normalerweise bewacht, die ist nicht da. So ein Zufall. ich weiß gar nicht, wer das war. War das nicht Riordian oder so? Das kann sogar sein. Der wird nachher ziemlich... Hast du das Schwert und die Zauberformel? Ärger kriegen, schätze ich mal. Hier, nimm die. Hier, nimm die Zauberformel. Bist du bereit? So bereit, wie man für solch eine Wahnsinnstat nur sein kann. Na dann, los geht's. Dann kann es ja losgehen. Ups. Und damit sind wir im sechsten und soweit ich weiß letzten Kapitel. Es ist vollbracht. Unglaublich. Der unscheinbare graue Edelstein schimmert nun bläulich. Ja. Dir die Waffe doch an, während die Wassermagier herunterlaufen. Meine Güte. Das ist ein gutes Zeichen. Die magische Energie des Erzhaufens scheint tatsächlich in das alte Schwert übertragen worden zu sein. Aber unsere kleine Aktion hier scheint etwas Aufmerksamkeit erregt zu haben. Du solltest dich am besten direkt hier heraus teleportieren. Was wird aus dir? Mach dir um mich keine Sorgen. Ich werde mir schon was einfallen lassen. Geh jetzt. Er wird sich was einfallen lassen. Naja, klar. Wassermagier, wenn ich schon dabei bin, kann ich eigentlich auch gleich die Wassermagier-Teleport-Rune aus meinem Inventar verbannen. Feuermagier? Nö, brauche ich auch nicht. Da habe ich ja schon alles gemacht. Sumpflager könnte vielleicht auch interessant werden. Nein. Tatsächlich würde ich mich jetzt aber zum Dämonenbeschwörer teleportieren. Ich glaube, ich speichere mal eine Runde. Und wenn mich nicht alles täuscht, müssen die Wassermagier gerade auf dem Weg hier runter sein. Ich will aber mal doch ausprobieren, was passiert, wenn die mich treffen. Ich meine, hey, sollen die schon machen. So stark, wie ich bin. Schließlich habe ich Uriziel aufgeladen. Ich kämpfe mit der Macht des Erzhaufens und ihr nicht. Könnte man so sagen. Ich bin echt gespannt, ob sie mich angreifen. Ich meine... Klar, Milton sagt, ich soll abhauen und bisher habe ich das immer gemacht. Aber. Ja, okay. Tun sie. Mhm. Überzeugt.
Überzeugt. Sehr überzeugt. Komm schon, Eis, lass los. Eis? Hallo? Irgendwie kann ich gerade nichts tun. Ne? Ich kann gerade nichts tun. Ach, ist das ärgerlich. Das Eis hat nachgelassen, aber ich habe wohl durch den Glitch oder durch den Bug das dann nicht hingekriegt. Da wieder wegzulaufen. Ist ein bisschen schade. Moment. Nein. Ich hatte den hier ausgewählt. Nun gut. Die Wassermagier sind also offensichtlich ein bisschen unglücklich über das, was ich da gemacht habe. Wen wundert's? In ihrer Ansicht nach, oder ihrer Ansicht nach, habe ich jetzt halt natürlich die einzige Möglichkeit, hier aus dieser verdammten Barriere rauszukommen, vernichtet. Genau. Jetzt würde ich gerne einen Blick auf Uriziel werfen. Das macht jetzt 120 Magieschaden und 30 Feuerschaden. Das ist interessant. Mal schauen, was Xardas dazu sagt. Xardas. Ich hab's aufgeladen. Ich habe Uriziel aufgeladen. Unglaublich. Das Schwert hat seine alten Kräfte wieder gewonnen. Nun führst du eine wahrhaft mächtige Waffe. Gut. Ich möchte es aber nicht als Magier führen, sondern als Schwert, als Waffe. Denn ich bin schließlich letzten Endes Zweihandkämpfer. Und ich sehe gerade, ich brauche nur noch 570 Erfahrungen für den nächsten Level. Und ehrlich gesagt, ich kann Zweihänder, meine Stärke kann ich eh nicht mehr steigern. Ich würde gerne mein Mana steigern. Aber das geht hier bei dir nicht, ne? Ich suche Mag. Nee, das geht jetzt leider nicht. Ach Mist, das hätte ich mal machen sollen, bevor ich es mir mit den Wassermagiern verscherzt habe. Ich schätze mal, wenn ich jetzt zu Kronos gehe, wird das nicht klappen. Kann ich ins Sumpflager diesen Mana steigern? Nein. Das ist schade. Daher würde ich jetzt sagen, ich beende mal diese Folge hier. Und ich werde dann in der Zwischenzeit offscreen nochmal den alten Spielstand laden und die 31 Punkte, die ich hier habe, in Mana investieren und dann das Ganze nochmal nachstellen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier bei Xardas. Genauso wie jetzt, nur mit 31 Lernpunkten weniger und mit 31 Mana mehr. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.